Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. So, schau das Video an. Philosophisches Dilemma von InScope. Let's go. Die nachfolgende Sendung ist nichts für Zuschauer ohne Humor geeignet. Yes, Alter, ich bin zurück aus dem Urlaub und jetzt gibt's wieder so geile Videos. Ja, Alter, du bist alle voll erwähnt. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt eine absolute bescheidene Zeit, während ich weg war. Das letzte Video geschnitten von keinem geringeren als Sascha. Muss geht nochmal raus an den Bruder. Aber Leute, macht euch keine Sorgen, die Schnittqualität ist... Nach dem Video spielen wir Fortnite, direkt nach dem Video, wenn es fertig ist. Ab sofort wieder auf niedrigstem Niveau. Perfekt. Es gibt ja Leute auf dem Planeten, die sind etwas weniger intelligent. Dazu gehöre wahrscheinlich ich. Es gibt aber auch Leute, die probieren extrem intelligent zu klingen. Also das heißt, man könnte anhand von verschiedenen Frequenzzuständen, die man per EEG misst, daraus ableiten, welche Neurotransmitter-Ausschüttungen gerade stattfinden. Jetzt habe ich neulich einen Beitrag hier auf TikTok entdeckt. Was war eigentlich zuerst, die Henne oder das Ei? Dieses philosophische Dilemma ist sicherlich den meisten bekannt. Und weitergedacht zielt diese Frage auf die Grundfrage unseres Seins ab. Das Ursache-Wirkungsprinzip ist eines der grundsätzlichsten Gesetze der Physik. Also es ist ja bewiesen, dass zuerst das Ei da war. Weil durch den Darwinismus, durch die Evolutionstheorie, haben immer ein Huhn, das so ähnlich ist wie das Huhn, wie wir es aktuell kennen, und ein anderes Huhn, das so ähnlich ist wie wir es aktuell kennen, beide ein Ei gelegt und darin war das allererste Huhn, das wir, wie wir es heute kennen, in diesem Ei. Das heißt, es war zuerst das Ei da, bevor das Huhn da sein konnte. Ne? Biologisch leicht erklärt, Depp, Ei war zuerst da, weiter geht's. Direkt sich einreihen. Unter anderem berufen sich die Aristokraten im 17. Jahrhundert auf das Dilemma zurück. Warum könnte man denn nicht schon um 11.30 Uhr den ersten Tornado entwirbeln? Ach nein! Dieser Tornado aus dem Nichts-Joke, der wird aber auch nicht alt. Das ist es. Um die Gesamtsituation ein wenig zu erfrischen, möchte ich euch jetzt einfach einen Clip einsenden. Okay. Ja, war ja auch jeden Morgen. Ist alles okay bei ihm? Also, ich hätte es besser gut, wenn er die Augen aufgemacht hätte und dann schreiend weggerannt wäre. Das ist es. Ich persönlich bin etwas verwirrt von den Werbevorschlägen, die mir auf TikTok gemacht werden, denn... Are you single, Muslim, and looking to date? Well, look no further. Hawaii is here to help. Gut. Dann würde ich mal sagen... Das ist halt so. Und der, wo das nicht macht, inshallah, so Gott will, der muss halt in der saure Apfel beißen. Liebe Leute, und ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir von einem... Ey, das Geilste, wenn ältere Menschen anfangen, so deutsche Jugend... Also so Jugendslang einzubauen, finde ich immer so ultra geil. Ja, inshallah ist nicht ein Jugendslang, aber eher die Jugend redet so, sage ich mal generell in Deutschland, als jetzt ältere Menschen, die jetzt nicht die Sprache sprechen. So, wisst ihr, was ich meine? Produktiven Tag reden. Da hast du noch eine zweite Terrasse an dein Haus hingebaut oder Leute haben ein gesamtes Auto restauriert. Ein produktiver Tag kann aber auch anders aussehen, wie zum Beispiel hier. Leute, ich hatte heute echt einen produktiven Tag. Ich habe unter anderem auch noch 5 neue TikToks hochgeladen, deswegen schaut da gerne mal vorbei. Es ist der an einem einzigen Tag 5 neue TikToks hochgeladen. Krass, 5 neue TikToks. Es gab schon Zeiten, als ich sehr aktiv auf TikTok war. Ich müsste wieder in den Grind kommen. Da habe ich irgendwie 12 Videos in einem Tag aufgenommen. Für jeden Tag eins, manchmal auch 2 Videos online stellen konnte. Ja, ich habe gerade gefühlt. Dann habe ich wirklich auch 40.000 Follower-Fans, heißt es, hieß es damals, da gemacht. Aber mittlerweile nicht mehr so aktiv da. Soll man wieder reingehen in den Grind. Dieses philosophische Dilemma ist sicherlich den meisten bekannt. Das ist es. Okay. Das ist es. Alles klar. I'm not sure if you're aware of that. Ah, okay. I'm rich. Stupid rich. Endlich mal guter Content, Leute. Meine Güte, Weiß ich nicht. In einer Zeit wie heute ist es wichtig, den Leuten da draußen eine Vorbildfunktion zu zeigen. Und mit Dingen wie Alkohol oder Zigaretten oder ja, sonst einfach. Sagt er jetzt! Jetzt war da gleich Tornado wieder. Ich weiß jetzt schon, dass Tornado gleich gezündet wird. Vorsichtig umzugehen und ja, Leuten zu suggerieren, Leute, das solltet ihr nicht tun. Mir schmeckt das Rauch. Ich mag das, abends in einem Restaurant zu sitzen, eine frische Schachtel Zigaretten zu haben. Den Geschmack, ich mag den Geruch, ich mag, wenn ich nach Rauch rieche. Ich mag doppelt. Ja, das ist Abhängigkeit.
Das ist Abhängigkeit. Der Körper gaukelt dir vor, dass du es brauchst und magst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Knossi bei seiner ersten Zigarette dachte, boah, geil, dieser Rauch, richtig nice. Kann ich mir nicht vorstellen. Erst bei der, jetzt nach ein paar Jahren wahrscheinlich, weil er suchtabhängig ist. Ja, also Leute, raucht nicht. Ne? Ungesund, lass es sein. Weiter geht's. Zu inhalieren, ich mag's. Am liebsten habe ich zwei an. Abgesehen davon habe ich noch gute News zu verkünden. Und zwar glaube ich persönlich, dass ich das nächste Nachwuchstalent im Bereich Rap ausfindig machen konnte. Okay. Ich bin gerade in Paris. Aber warte, warte. Ich bin gerade in Dubai, doch ich fahr Ferrari. Guck, wie sie aussieht, wie eine Barbie. Ich will nach Bali, ich nenn sie Mami. Und wenn sie nach Hause kommt, will sie nur Papi. Also Lukas Rieger ist doch eigentlich einer, der singt viel, oder? Hat er nicht auch irgendwie sein eigenes Buch geschrieben und auch eingesprochen, aber es war auch so richtig schlecht? Da habe ich mal ein Video gesehen vom Ultralativ. War das der Lukas Rieger hier? Der war auch mal so ein riesig krasses Thema damals noch. Und wenn sie nach Hause kommt, will sie nur Papi. Nee, cringe eigentlich. Liebe Sushi, ich bin hot. Also bin ich scheinbar hot. Leute, ich hab's mal gewusst. Ich bin hot. Ich mag Sushi. Geil, endlich. Endlich habe ich es geschafft, Leute. Ich hatte jemand hot genannt. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn euch die Episode nicht gefallen hat, dann einfach den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschlag durch. Und falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann habt ihr nochmal Glück gehabt. Ja, und liebe Leute, in diesem Sinne, ich gehe jetzt kacken. Hilfiger oder Lacoste-Hemden auch okay? Oder ist Ralf Lauren besser? Ich gehe jetzt kacken. Oh Mann. Ja, es ist okay. Gelegentlich, ne? 1 bis 2 Tage die Woche kann man mal sowas einstreuen, aber ansonsten sollte da schon der Leiter drauf sein. Ah ja, okay. Alright. Ja, nice Video. Feier ich mega. Sehr lustig. Ist halt mein Humor so, wisst ihr? Ich mag in Scops durchgeknallte Art. Das ist halt das. Ich find's geil, wenn er sich random ins Gesicht schallert und wenn er die Kamera schlägt und wenn er sagt, er geht kacken. Das ist halt genau mein Humor, Leute. Sorry. Ach, Mann, ey. Ich bin Profi-Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi-Brody, alles andere nur Dreck.